Was sind eigentlich die wichtigsten Dinge, die man zu Mund- und Nasenschutz und zu Atemmasken wissen muss? Allein, dass es da schon einen Unterschied gibt. Und was sind so die größten Fehler, die wir die ganze Zeit sehen? Dafür habe ich hier den Hygieneexperten Hauptfeldwebel Schwanebeek bei mir. Henry, grüß dich. Erstmal der Unterschied, was ist eigentlich was? Die sehen ja anders aus als die. Genau, das sind die Masken, die der Patient in der Regel aufbekommt. Die man auch bei Mutti im Supermarkt sieht. Genau, und so. Für den privaten Bereich. Die setzen die Leute jetzt auf und der typische Fehler, den ich sehe, ist jetzt mit den Gummibändern, dann geht's ja, dass sie die so weit vorne tragen, damit sie besser Luft kriegen. Und dann geht die ganze Zeit... Ja, genau, das ist ja auch ein großes Problem, dass die meisten natürlich auch... sie merken, das wird schwierig beim Atmen, ja. Setzen die unter die Nase. Ich atme nur durch den Mund. Das finde ich auch gut. Ich atme nur durch den Mund. Genau. Ab dem Oberarzt ist die Nase steril. Ja, das habe ich früher sogar im OP gesehen. Also ja. So operieren. Zahnarzt. Das gehört auch wirklich dazu, dass wir da häufig sagen müssen, setz sie richtig auf. Genau. Man muss einmal immer gucken, wo ist eigentlich innen und wo ist außen. Ja, die filtern dann gut, wenn man eben sagt, man hat die richtige Innen- und Außenfunktion. Man sieht es entweder, weil zum Beispiel hier diese Nähte innen liegen oder das Logo ist außen, dann ist hier der Schaumstoff für die Nase innen. Bei den Dingern, die sieht man ganz, ganz viel. Das ist schon echt eine Pein, die überhaupt aufzusetzen. So, ja, dann fange ich schon an hiermit. Und wenn ich die dann zusammenknote, die wieder später auseinander zu tüdeln, da drehen die Leute durch. Genau, richtig. Wir mögen die ein bisschen lieber, weil die kann man dann auch aufsetzen, absetzen. Und hier sehe ich dann ganz oft dieses an der Seite so vorbeiatmen oder so offen lassen. Ja, das bringt natürlich nichts. Das auch weglassen. Gut. Wichtig ist natürlich, dass man sagt, Patienten kriegen die oft auch schon im Rettungsdienst und so auf. Da, wenn ich die jetzt jemandem aufsetze, auch sagen, es wird ein bisschen schwieriger, dadurch zu atmen. Das muss man halt wirklich einfach wissen. Genau, der Patient sollte in der Regel vorher Bescheid wissen, dass er die richtig rum ansetzt, dass er die über Mund und Nase setzt. Ja. Und er sollte auch wissen, dass es ein bisschen schwieriger wird mit dem Atmen. Apropos schwieriger Atmen. Jetzt haben wir hier die FFP3-Masken. Das ist ein Mund- und Nasenschutz und genau. Das ist eine Atemmaske oder zwei Atemmasken. Genau, richtig. Bei denen wollen wir die Tröpfchen aufhalten, ja. Die beim Sprechen rausgeschleudert werden. Und bei den Masken, die benutzen wir dann tatsächlich bei der Versorgung von Patienten. Medizinisches Personal trägt die, um den Patienten zu schützen und nicht um sich selbst zu schützen in erster Linie. Das ist der Schutz in die Richtung, ja, und nicht in die Richtung. Hier geht es darum, dass ich mich vor allem schütze. Wir müssen festhalten, wir benutzen diese Masken zur Vorsorge, wenn wir mit Patienten arbeiten, ja, wenn wir jetzt in ein Patientenzimmer reingehen und das ist kein bestätigter Fall, setzen wir sie trotzdem auf. Man weiß ja nie. Tatsächlich ist das jetzt so. Diese Maske setzen wir bei bestätigten und Verdachtsfällen auf. So, die schützt richtig. Ja? Das ist sozusagen mit das Beste. Genau, richtig. Wenn wir wissen, dass der Patient Covid-19 hat, dann setzen wir diese Maske auf. So. Die setze ich auf, indem ich ein Gummi nach oben, eins nach unten mache, das Kinn unten schön rein, oben schön dicht, diesen Draht, ne, schön kneifen. So, jetzt ist die dicht, ich atme durch und ich möchte nicht dran vorbeiatmen, sondern durch die, das sieht man auch, ne, Luke, ich bin dein Vater und genau, man atmet durch. Genau, durch den Filter. So, jetzt gibt es einen großen Unterschied. Es gibt ja noch diese Masken und da muss man tatsächlich sagen, die sehen viel cooler aus als die, sind aber gar nicht besser, denn die schützen zwar in die Richtung dahin, ja. Aber nicht dahin. Das ist nämlich ein sogenanntes Ausatemventil. Erklär mal, was das bedeutet. Das bedeutet, dass die Standzeit des Filters deutlich verlängert wird, weil die Maske wird nicht so schnell feucht durch die Ausatemluft. Und zweitens ist einfach das Arbeiten auch deutlich leichter, weil man nicht diesen Filter durchdrücken muss. Also man muss nicht beim Atmen nicht gegen das Filtermaterial gegenatmen. Merke ich sofort. Ich atme ein durch den Stoff sozusagen, durch die Filtermembran und atme aus durch das Ding. Genau. Dadurch kann ich aber, wenn ich einen Patienten habe, der Corona hat und ich möchte dem sozusagen so eine Atemmaske aufsetzen, damit er die Umgebung nicht infiziert, ja. Dann funktioniert nur so eine, nicht so eine, denn durch dieses Ventil strömt ja alles wieder aus. Ich schütze damit nicht die Umwelt, ich schütze nur mich, was ich einatme. Genau, ich muss halt wissen, was ich mache und ich muss auch dieses Filterprinzip verstehen. Bevor ich diese Maske einsetze. Genau, das ist ganz wichtig. Wie gesagt, sehen super cool aus. Nur wenn ich jetzt Corona habe, ist das der falsche Schutz. Genau. Ist das der richtige Schutz. Ganz, ganz wichtig, gerade im medizinischen Setting ist natürlich, das habe ich oft gehabt bei Patienten, wenn die Atemnot haben, dann ist so eine Maske hart. Ja. Ja? Also das ist wirklich nicht leicht, dadurch zu atmen. Dann lieber, wenn man eh schon so Erstickungsangst hat, dann lieber so eine Maske, anstatt die Menschen wirklich in Todesangst zu bringen, indem man die Maske aufsetzt. Gerade bei älteren Leuten, die sowieso schon Probleme haben. Und in der aktuellen Lage, das sind Einwegprodukte. Normalerweise werfen wir die weg, wenn wir die aufgesetzt haben. Momentan kann ich sehr gut verstehen, bevor ich gar keine Maske habe,
nutze ich die halt lieber nochmal. Da darf man kreativ sein, besser als nichts. Genau, richtig. Wir haben das ja umgesetzt. Wir machen das mit Nierenschalen, in einmal Nierenschalen, wo wir die dann ablegen, wo sie dann ausdampfen können, also die Feuchtigkeit abgeben können. Muss halt nur gewährleistet sein, dass deine Maske für dich immer zur Verfügung steht. Darf man auch einen Namen draufschreiben? Ja, wobei, da bin ich auch pingelig, darf hier nicht draufstehen, muss dann hier an der Seite draufstehen. So, Henry ist da pingelig. Ich auch, aber besondere Zeiten erfordern auch manchmal besondere Lösungen. Bleibt gesund. Vielen Dank, Henry. Sehr gerne.